Ich lebte fast die ganze Zeit unter diesen Bannern. Fürstin Masako hat alles verloren. Und jeden. Wenn sie weitermacht, kann ich das auch. Die habe ich mit Yuriko für meine Mutter gepflückt. Dass er sie all die Jahre aufbewahrt hat. Norio hat versprochen, mir Horagai-Spielen beizubringen. So können wir quer über die Insel kommunizieren. Fast mein ganzes Leben träumte ich, euer Sohn zu sein. Yunas Messer. Die Klinge ist stumpf. Unglaublich, dass es noch ganz ist. Jin Sakai ist hiermit offizieller Schüler von Sensei Sadanobu Ishikawa. Was habe ich mir nur eingebrockt? Tomoe braucht ihn nicht mehr. Hoffentlich hat sie gefunden, was sie suchte. Wie lange hat Yuna daran gearbeitet? Ich stehe tief in ihrer Schuld. Und sie macht mir Geschenke. Du solltest hier sein, Ryoso. Zum Geschichten erzählen. Wir trinken. Kenjis Bester. Zumindest sagt er das. Wir müssen bald anstoßen. Riecht fast süßlich. Ist aber tödlich wie eine Klinge. Jin, mir gefällt dein neues Zuhause. Passt zu dir. Es muss genügen, nun da der Sakai-Clan fort ist. Und ich als Verräter gelte. Ich weiß von deinem Onkel. Wird er uns suchen? Ich glaube nicht. Doch früher oder später wird das jemand tun. Was zählt, ist, dass du lebst. Du hast Khotun Khan besiegt und den Mongolen den Anführer genommen. Das Festland ist sicher. Aber unsere Heimat nicht. Die Truppen des Khan sitzen hier fest. Und wollen die Insel mehr denn je erobern. Dann sollten wir weiterkämpfen. Aber vergiss nicht. Tsushima braucht dich. Das vergesse ich nie. Gut. Wir teilen uns auf, so erreichen wir mehr. Greifen die Mongolen von allen Seiten an. Retten unsere Heimat. Leb wohl, Jin. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Du auch, Yuna. Was geschieht hier? Ich kann helfen. Was ist? Schnell! Sie kommen durch das Fenster! Lauft! Das ist vorbei. Ihr seid hier. Bei mir. Ihr Verstand hat sich in den tausend Höllen verirrt. Wer war das?
Mongolenjorte. Diese Farbe. Ich erkenne den Stamm nicht. So war sie völlig wehrlos. Sie biss sich ihre Zunge ab. Verblutete. Was wurde ihnen angetan? Sieht wie ein Altar aus. Für irgendeine Mongolenzeremonie. Samurai! Der Adler ruft nach euch! Er singt. Er füllt sie mit Blutdurst. Bastarde, ihr werdet niemanden mehr quälen. Wer sind diese Eindringlinge? Was habt ihr diesen Menschen angetan? Sie haben den Ruf des Adlers vernommen. Der Adler? Führt er euch an? Sie wird den Adlerstamm an eure Küsten führen. Mit der ganzen Insel Iki hinter sich vereint. Sie sind von Iki gekommen. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Ich kam so schnell ich konnte. Diese Menschen. Sie bekommen Hilfe. Aber ich weiß nicht, ob sie sich erholen. Was ist ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Ich kenne solche Mongolen nicht. Sie folgen jemandem namens Adler. Und sie planen einen Angriff auf Tsushima. Diese Menschen wurden wahnsinnig. Wenn der Adler das der ganzen Insel antut. Wird sie nicht. Wie willst du sie finden? Einer ihrer Leute erwähnte die Insel Iki. Da gibt es nur Räuber und Verbrecher. Sie hassen die Samurai. Ich weiß. Mein Vater führte einen Feldzug zur Befriedung und... er starb auf dieser Insel. Die Samurai zogen sich danach zurück. Jetzt ist etwas Monströses auf Iki eingefallen. Ich muss dorthin. Thank you.
Der Sakai-Clan ist auf Iggy nicht willkommen. Wenn ich die Sakai-Rüstung dort tragen will, muss ich die Wappen des Clans verbergen. Dein Boot ist bereit. Wir segeln auf euren Befehl hin. Seid ihr euch wirklich sicher, Fürst Sakai? Iki ist kein Ort für einen Samurai. Den Kurs auf die Nordwestküste. Bei Fort Sakai? Mein Vater erbaute eine starke Festung. Wenn es Ärger auf Iki gibt, verstecken sich die Einheimischen vielleicht dort. Ich bringe euch hin, so schnell ich kann, mein Herr. Das Meer ist erzürnt, seit die Mongolen herkamen. Bei Iki sind die Stürme besonders stark. Überrascht mich nicht. Der Adlerstamm treibt dort furchtbare Dinge. Was sie auch vorhaben, sie haben die Kami verärgert. Aber keine Sorge, das Meer schreckt mich nicht. Komm, Kage. Ruhig, Junge. Kage! 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 Hoffentlich hast du es geschafft. Bin ich da? Sieht wie ein altes Schmugglerversteck aus. Wie komme ich hier raus? Hat geklappt. Sakai ist nicht weit. Mal sehen, ob dort jemand Unterschlupf sucht. Und Kage, ich finde dich. Vielleicht bei unserem Bootswrack, falls es an Land gespült wurde.
Ein goldener Vogel. Will er, dass ich ihm folge? Wollen die Affen fangen? Der Mund beißt Tartler! Dieser Ort erinnert mich an die Zeit mit meiner Mutter und meiner Flöte. Der Tanz der Affen erinnert mich an ein Lied, das mich meine Mutter lehrte. Mal sehen, ob ich mich erinnere.
Das war das erste Lied, das sie mir beibringen wollte. Ich schmollte, weil es mir zu schwer war. Also spielte sie es mit mir. Genauso schlecht wie ich, damit ich nicht traurig war. Wenn ihr euch aufs Kämpfen versteht, tretet näher. Fordert ihr mich heraus? Kommt darauf an. Seid ihr für oder gegen diese Mongolen? Gegen. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben zur Vorbereitung auf eine neue Samurai-Invasion Bogenziele auf Iki verteilt. Stattdessen kamen die Mongolen. Wenn ihr üben wollt, schießt so schnell ihr könnt einen Pfeil durch alle Laternen. Ich habe schon zu Pferde Krieger erschossen. Da treffe ich wohl ein paar Laternen. Sie zu treffen ist eine Sache, Schnelligkeit eine andere. Wenn ihr bereit seid, nehmt einen Pfeil. Glotz mich nicht so an. So gut.
hat noch kein Plünderer geschossen. Wehe, Fune rückt meinen Anteil nicht raus. Sehr gut. So schnell sah ich noch niemanden schießen. Bald seid ihr frei. Oh, ich kann wieder atmen. Danke, danke. Aber was habt ihr davon? Vorsicht da draußen. Meines Boots. Im Sturm ertrunken. Ein weiteres Opfer des Kampfs gegen die Mongolen. Auch ihn konnte ich nicht beschützen. Er starb im Dienste Tsushimas. Keine Spur von Kage. Er muss am Leben sein. Vielleicht sind Spuren im Sand. Das sind seine Spuren. Kage lebt noch. Wo bist du hingelaufen? Gleichmäßiger Schritt. Gut, du bist nicht verletzt. Hier hast du gegrast. Also warst du entspannt. Und hungrig.
Du bist gestürzt. Oder hast dich gewälzt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ihr da! Still! Sonst hören sie euch. Der Adlerstamm macht Jagd auf uns. Was sie mit dem Verstand der Menschen machen. Entsetzlich. Ganz ruhig. Wir sind hier allein. Ich hörte sie kommen und rannte los. Die Schlange sah ich erst, als ich fast auf sie trat. Ihr habt sie rechtzeitig getötet. Nicht ich. Ein Pferd kam aus dem Nichts angerannt. Hat sie zertrampelt. Und mein Leben gerettet. Das Pferd. Wo lief es hin? Den Hügel rauf. Richtung Mongolen. Danke. Wenn ihr das Pferd findet, sprecht ihm meinen Dank aus. Schädelbruch. Durch einen Huftritt. Fußspuren. Mongolen. Sie wurden überrascht und setzten dann nach. Dieses Geräusch. Ganz nah. Kage. Er braucht mich. Gar nicht. Nicht schlecht, Kage. Gute Arbeit. Kage! Ich bin hier, Junge. Geht's dir gut? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Aber ich weiß ja, dass du nie aufgibst. Weißt du noch vorhin, als du auf sie losgegangen bist? Mach das nochmal. Zweimal das Leben zu retten. Gern geschehen. Ich meinte ihn. Aber ich danke euch beiden.
gute Arbeit. Es wird Zeit. Diese Insel braucht uns.